Köstlicher Haferbrei mit 8 Schätzen. Das ist besser, als es draußen zu kaufen. Eine Portion Reis. Ein Teil ist 2 Meter hoch. Diese 4 Reissorten gut umrühren. Bereiten Sie dann eine angemessene Menge gehackter Jujuben vor. Angemessene Menge an Rosinen und getrockneten Dattelscheiben. Diese Bohne wird online oder in Getreide- und Ölgeschäften verkauft. Als nächstes fügen Sie Pfefferbohnen in den Topf hinzu. Fügen Sie dann essbares Alkali hinzu. Lassen Sie uns diese Blütenkörbse verwenden, um Hühnerbohnen für 8 Schätze Brei herzustellen. Familienmitglieder werfen einen Blick darauf. Schalten Sie das Feuer aus. Zu dieser Zeit ist die Blütenkuerbse schwarz und rot. Es funktioniert nicht. Stellen Sie es in den Kühlschrank und frieren Sie es ein. Als nächstes kochen Sie das Wasser. Das Gewicht des Wassers beträgt 5 Pfund. Unsere beste Mischung aus Reis 125 Gramm, Rührei. Erdnüsse. Gehen Sie morgens in Maßen zu Bett. Wenn du nicht gerne isst, kannst du weniger oder keine Zutaten in den Topf geben. Vermeiden Sie es, den Boden zu kleben. Nach dem Kochen den Topf abdecken. Vermeiden Sie es, dass es flattert. Dann wende dich auf die niedrigste Hitze. Weitere 50 Minuten kochen lassen. Die Familie schaute sich den Zustand ihres Sohnes an. Rühren Sie es erneut um es zu kombinieren. Schalten Sie die Hitze aus, wenn der Topf kocht. Zum Schluss noch unser super leckerer uralter Haferbrei mit 8 Schätzen. So einfach ist das. Es ist viel besser als das, was draußen verkauft wird. Es wird schwer sein müssen.